Barakallahu fikum, wenn jemand ein Baby bekommt, dann gibt es einige Sunnen, die man das macht. Und zwar, Barakallahu fikum, am siebten Tag sollte man die Haare des Babys rasieren und dann wiegen, wie viel die Haare sind, und einen Wert von Gold dann spenden. Zweitens, man gibt dem Kind am siebten Tag auch einen Namen. Und drittens, man macht Aqiqa, man schlachtet etwas für das Kind. Aber du kannst natürlich, wenn man das schlachtet, da kann man selber das Fleisch verarbeiten, oder man kann für die anderen kochen und die einladen. Und Barakallahu fikum, dann es gibt zwei Themen, die wichtig sind und die sind umstritten zwischen den Gelehrten. Einmal, Barakallahu fikum, ist, dass man etwas Dattel kaut und von dem Speichel tut an die Lippen von dem Neugeborenen. Dies nennt man Tahnik. 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 Diese Tahnik, Barakallahu fikum. Manche Gelehrten sagen, das ist spezifisch nur für den Propheten. Manche sagen, das ist allgemein. Und dann gibt es eigentlich aber eher, das sieht in Richtung spezifisch für den Propheten. Zweitens, Barakallahu fikum, das Thema, das ist Adhan und Iqama im Ohr eines Babys. Und dies ist nicht authentisch. Es gibt manche Gelehrten, die gesagt haben, authentisch, aber eigentlich, die Überlieferungen sind nicht authentisch. Barakallahu fikum, wa azakum lachin. Und diese, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Adhan gemacht hat, bei Al-Hasan al-Hussein und so weiter, das stimmt alles nicht und das kann man nicht bestätigen. Wallahu ta'ala alam. Das heißt, Adhan und Iqama sowieso, das Hadith ist schwach. Dann bleibt Adhan. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, Barakallahu fikum, eher kein Adhan für das Baby, Wallahu alam.